Regentiefe, Pfützen, schlammiger Boden, steile, rutschige Anstiege, enge Kurven. Das sind die Fakten, die ein Querfeldeinrennen braucht. In Stadelbaura gab es das alles. Nicht Pferde, sondern insgesamt 138 Radsportlerinnen und Sportler spielten die Hauptrolle rund um das Pferdezentrum in Stadelbaura. Bei den U15 und U17 war das Starterfeld zwar überschaubar, aber die Fahrer zeigten vollen Einsatz. In der U17 bewiesen die Tschechen wieder einmal ihre Überlegenheit im Querfeldeinradsport. Florian Kiener vom Team Wels Gourmetverein wurde mit Platz 4 bester Österreicher. Bei der U15 ging der Sieg an Mario Holzleitner, RCN Rochelt, Niederneukirchen. 64 Starter drängten sich bei den Amateuren, Junioren und Masters durch den 2,8 Kilometer langen Kurs. Mit dem Rennrad abseits der Straßen, eine Sportart, die auch in Österreich immer mehr Anhänger findet. Zur internationalen Spitze fehlt einiges noch. Wobei man sagen muss, bei den Frauen haben wir ganz gute Ergebnisse gehabt. Vorige Woche in Tabor die Nadja Heigl, ein 16. Platz bei einem Weltcuprennen mitten in der Weltklasse, ist an sich eine gute Sache. Und wir haben in Österreich bei den Hauptfahrern Starterzahlen bis zu 50, 60 Fahrern. Und ich glaube, das ist ganz gut. Vielleicht entwickelt sich daraus einmal der eine oder andere zur Weltspitze. Thomas Mayer kommt mit den Bedingungen am besten zurecht. In 43,34 Minuten umrundet er den Kurs fünfmal, das sind 14 Kilometer und ein Schnitt von 19,3 Stundenkilometer. Peter Zirkel wird Zweiter und Marvin Hammerschmidt kommt als Dritter ins Ziel. Früh übt sich, wer ein Meister werden will, und so haben auch die Kleinsten die Möglichkeit, im Mini-Grand Prix zu starten. Den Kindern bleibt die Schlammschlacht aber erspart. Sie drehen ihre Runden in der Halle und sind begeistert bei der Sache. Dann kommt der Auftritt von Hanka Kupfernagel. Die fünffache Weltmeisterin kommt gerade aus dem sonnigen Mallorca nach Stadelbaura. Es ist ein sehr anspruchsvolles Rennen, gerade durch die Wetterbedingungen, da es so stark geregnet hat und der Boden sehr aufgeweicht war. Man musste schon steuern können. Und für mich war es sehr interessant, weil ich war das erste Mal heute im Gelände gewesen, mein erstes Rennen diese Saison. Es war schon sehr winklig und man musste sich schon die Linie einprägen. Das war eine Herausforderung. Mit ihr darf sich unter anderem Staatsmeisterin Nadja Heigl messen. Also ich denke, Nadja ist ein sehr großes Talent, sie ist ja gerade einmal 16 und die erste Runde, wo wir zusammen gefahren sind, sie ist technisch sauber gefahren und da glaube ich, da kann man noch sehr viel von ihr erwarten. Sie hat heute leider viel Pech gehabt, 2 oder 3 Mal Platten sogar. Eine sehr schöne Fahrt und eine sehr gute Leistung zeigte auch Silke Schratnecker. Sie war von ihrem zweiten Platz selbst überrascht. Ich habe eigentlich nie mehr damit gerechnet, weil die Nadja technisch ziemlich stark ist und es hat dann einfach gepasst und ich habe mich dann voll gefreut. In 39 Minuten und 14 Sekunden umrundete Hanka Kupfernagel die Strecke viermal, das sind 11,8 Kilometer und mit 18 Kilometer pro Stunde ist der Schnitt beachtlich. Eine Minute und 54 Sekunden dahinter Silke Schratnecker und Nadja Heigl schaffte trotz Defektserie Platz 3. Bei der Elite wagten sich 39 Starter in die Schlammschlacht und auch hier ist ein Weltmeister am Start. Enrico Franzoe, Weltmeister 2003 im Radquerfeldein, tritt hier gegen Fahrer aus Österreich, Deutschland, Tschechien, der Slowakei und der Schweiz an. Vor dem Start sind die Trikots noch schön sauber und man kann die Fahrer noch erkennen. Doch das wird sich bald ändern. Zuerst geht es eine Runde um die Trabrennbahn und dann ab ins Gelände. Franzoe sprintet regelrecht davon und Staatsmeister Daniel Geismeier kommt hier nicht so richtig in Fahrt. Der Schweizer Radquerfeldeinspezialist Simon Zahner versucht am Italiener dran zu bleiben. Daniel Geismeier ist auf Platz 9 liegend, der beste Österreicher im Feld. Eine Stunde muss sich die Elite unter 23 im Schlamm banieren und die Besten schaffen dabei eine Distanz von 23 Kilometer.
17 Fahrer bleiben dabei in der gleichen Runde. Franzoy überquert als erster die Ziellinie. 43 Sekunden später beendet Zahner das Schlammbad und der Tscheche André Bambula kommt mit einem Rückstand von 1 Minute 56 Sekunden als Dritter ins Ziel. Geismeier sieht ganze 6 Minuten 10 Sekunden nach dem Italiener die Ziellinie. Der Italiener sagte im Interview auf der Bühne, dass ihm solche Rennbedingungen gefallen, und wie sieht das der Zweitplatzierte? Ja, es waren ziemlich harte Bedingungen mit dem ganzen Dreck, sicher mal, und ich habe versucht schnell zu starten und gut ins Rennen zu kommen. Dann hat mich aber Enrico in der ersten Runde eigentlich schon ganz wenig abgehängt. Ich habe dann versucht, das Loch wieder zu schließen und bin ganz knapp wieder an ihn rangekommen, aber eben nicht ganz. Und dann, ja, musste ich mal schnell 20 Sekunden verschnaufen, und in der Zeit hat er den entscheidenden Vorsprung gemacht, und ja, den hat er dann zuerst stetig ausgebaut und dann sicher verwaltet. Ein Fahrer wie Simon Zahner ist auf Strecken in ganz Europa unterwegs. Ja, also die Strecke hat auf jeden Fall das Potenzial für, ja, um sich mit anderen Rennen in Belgien oder in der Schweiz oder wo auch immer zu vergleichen. Unter den Zusehern auf der Strecke auch die Bürgermeisterin von Lambach. Also die Strecke war sehr herausfordernd, muss ich sagen, also Hut ab. Ich glaube, da stößt man dann schon auf die Grenzen. Als UCI-C2-Rennen steht die Veranstaltung auch unter Beobachtung der Internationalen Cycling Union. Ja, ich habe vorhin eine kurze Besprechung gehabt mit dem Organisator, kann nur gratulieren. Tolles Event, macht sehr viel Spaß. Tolle Zuschauerkulisse, auch was man gesehen hat. Vor allen Dingen merkt man, das ist eine Veranstaltung mit Herzblut. Und dass wirklich Leute, die für den Crosssport stehen, hier etwas organisiert haben. Und besonders gefreut habe ich mich über die ganz Kleinen, die heute hier ihre ersten Versuche gemacht haben. War wirklich ein besonderes Erlebnis. Der internationale Radquerfeld-Ein-Grand Prix Lambach-Stadelbauer hat wieder gezeigt, dass der Radquerfeld-Einsport immer mehr im Kommen ist.